glaube, mehr und mehr in Deutschland wird den Leuten klar, dass wir es hier zu tun haben mit einer grundlegenden Veränderung. Auch denen in Düsseldorf, in Frankfurt und in Köln, bei denen geht jetzt langsam die Sonne auf und die begreifen es. Was wir machen können, ist, die Leute noch stärker zu mobilisieren. Wir müssen die Menschen mobilisieren und aufmerksam machen darauf, dass es nicht nur Fehler, sondern es ist ein Systemwechsel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser politischer Gegner möchte, dass wir frustriert sind, dass wir hoffnungslos sind. Dass wir nach Hause gehen und ins Bett legen und uns sagen, der Krieg ist verloren und die Ökosozialisten haben den Krieg gewonnen. Das ist die klassische Technik von psychologischen Operationen, wie ich es früher mal lehrbuchmäßig gelernt habe. So geht man vor, dem Gegner klarzumachen, Junge, geh nach Hause, der Krieg ist aus. Ich sage, der Krieg hat noch gar nicht richtig angefangen. Wir haben noch nicht richtig angefangen, weil wir unsere Truppen nicht mobilisiert haben. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir diese Auseinandersetzung gewinnen werden. Bin mir ganz sicher. Erstens, der Gegner kann es nicht. Die haben nicht die hellsten Leuchten im Lampenladen. Das sind teilweise 20 Watt Leuchten, wenn ich so an die auf der anderen Straßenseite denke. Ja? Das sind teilweise bildungsferne, berufslose Leute, die es in die Politik verschlagen hat. Was sie können, das sind Netzwerke bilden. Was sie können, das ist in Talkshows sitzen. Was sie können, ist auch zerstören. Was sie können, ist dekonstruieren. Was sie können, ist fanatisch einer Ideologie hinterherlaufen. Aber sie können nichts Brauchbares, Neues, Tragfähiges aufbauen. Und dann schaue ich mir unsere Truppen an, die wir noch weiter mobilisieren müssen. Sie, ich, sind nicht berufs- und bildungslos, wir sind genau das Gegenteil. Wir sind Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung. Wir haben was geschaffen, wir haben was geleistet, wir haben was hinbekommen, wir haben Kinder großgezogen, wir können stolz auf unser Lebenswerk sein, wir wissen, wie es geht, wie es besser geht. Wir wissen, wie man Brücken baut und wir wissen auch, dass man nicht 15 Jahre für einen Brückenbau braucht, sondern dass man es auch in 2 Jahren hinbekommen kann. Was uns fehlt, ist die Mobilisierung. Wissen Sie, das Bürgertum hat in den letzten 50 Jahren den Fehler gemacht, Demokratie besteht darin, einmal in 4 oder 5 Jahren zur Wahl zu gehen, Steuern zu zahlen, die Kinder gut zu erziehen. Und dann gibt es die Profis in Berlin, in München, in Stuttgart und die machen die Politik für uns. Und jetzt haben wir gemerkt, die machen nicht unsere Politik, die machen eine andere Politik. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, wenn wir uns nicht drum kümmern, es gibt nicht irgendjemanden, der es macht. Den jemanden gibt es nicht. Es ist unser Job, das zu machen. Uns dafür einzusetzen, entweder in der Werteunion oder in anderen Parteien, auf der Straße bei Demonstrationen, am Arbeitsplatz in der Diskussion mit Kollegen in der Familie, dass man klarstellt, für welche Position man steht. Im Verein, wenn man merkt, jemand wird ausgegrenzt wegen einer bestimmten Überzeugung, dass man sich für ihn einsetzt. Es liegt einfach an uns, etwas zu tun. Und ich bin ganz zuversichtlich, wenn wir uns mobilisieren, und jetzt nehme ich einen Ausdruck, einer Dame, die ich nicht besonders schätze, wir schaffen es.